Ja, und damit heiße ich jeden einzelnen Zuschauer dieses Videos herzlichst willkommen zu dem ersten Mal Let's Try auf meinem YouTube-Kanal. Yeah! Und heute präsentiere ich euch Minecraft. Was schon wieder? Aber bevor ich das tue, ich muss die Musik leise machen, es tut mir leid. So, hört sich das doch schon viel besser an. Yo, warum Minecraft? Warum wieder Minecraft, werden sich wahrscheinlich einige fragen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Mojang, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Mojang, Ding und Yang, keine Ahnung. Die schwedische Entwicklerfirma rund um Marcus Notchperson, der Mann, der uns dieses Spiel hier auf Händen geliefert hat, hat am gestrigen Tage zusammen mit seinem Minecraft-Entwicklerteam einen neuen Snapshot veröffentlicht. Snapshots sind jetzt die neuen Pre-Releases, also diese kleinen JAR-Dateien, die jetzt veröffentlicht werden, zusammen mit jeder Menge neuen Features, mit neuen Sachen, die jetzt nach dem Release kommen, und die heißen jetzt eben Development Snapshot. Heute spielen wir in der Minecraft-Version 12. Ne, nicht Punkt, was laberst du denn? 12W03A. Und in diesem 12W03A Minecraft-Snapshot gibt es so einige Neuerungen. Mehr sage ich aber auch nicht. So, hier sind wir die ganzen Welten, aber wir wollen hier hinein neue Welt erstellen, denn wir müssen uns eine neue Welt erstellen. Wir könnten auch die Let's Play Welt nehmen, aber wir müssen eine neue Welt erstellen, weil es sich etwas in den Biomen getan hat. Und zwar, es gibt ein neues Biom und ich weiß nicht, ob man das jetzt in diesem Seed... Nee, das ist ja der Name der Welt. Blöd, Mann. Let's try. So, das ist der Name der Welt. So, hier kommen wir doch jetzt gleich zum Dingens, ne? Ja, zum Startwert. Ja, das seht ihr übrigens, das ist die erste Neuerung, oder beziehungsweise die Neuerung, die sich bei Version 1.1 eingeschlichen hat, die auch gar nicht so lange her ist eigentlich, ne? Paar Tage? Kurios. Naja. Was ich sagen wollte... Wir wollen hier jetzt einen Seed reinballern. Und da wollte ich drauf zurückkommen. Mir ist gerade eben doch glatt irgendwie der Faden verloren gegangen. Ist ja unfassbar. Wir spielen jetzt auch in Deutsch. Also ich hatte, glaube ich, in einem Let's Play mal erwähnt gehabt, dass es sowas wie Deutsch bei uns nicht geben wird, weil das nicht Minecraft genug ist. Was labert er denn? Naja. Wir spielen auf jeden Fall jetzt auch auf Deutsch. Aber ich werde nicht so wie der gute Gronkh so ein Language Package so selbst, sag ich mal, erstellen. Da habe ich, weiß ich nicht, das brauchen wir ja gar nicht, ne? So, Seed nehmen wir Welcome to the Jungle. Oder? Ja, doch, nehmen wir den. Ich hätte jetzt vielleicht noch einen anderen gehabt, aber nee, komm. Wir bleiben bei ihm hier. Spielmodus machen wir kreativ, weil es einfach schneller geht, denn ich will ja gar nicht so lange aufnehmen. Aber das habe ich ja, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt gehabt. Deshalb genug des Redens. Neue Welt erstellen. Lasst uns beginnen. Landschaft wird erzeugt. Saving Chunks. Ach, da haben wir doch glatt den Fehler, noch ein Fehlerchen gefunden. Ne? Saving Chunks. Das ist aber nicht deutsch. So. Das ist die Neuerung. Es gibt jetzt Blöcke in Minecraft, die kann man mit einem Klick auf der linken Maustaste zerstören. So, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten... Nein, natürlich nicht. Ups. Lass ich doch schon vor lauter Dummheit den Fackelmann fallen. So. Bei Fackelmann könnte man... Ne, egal, egal. Wir beginnen mit der ersten Neuerung. Welche nicht zugleich die größte... Also, es ist nicht die größte. Ich bolster das ganze Zeug hier mal weg. Und glaube, ich muss den Ingame-Sound ein bisschen leise machen. Das ist ja unfassbar. So. Im Hintergrund hört ihr übrigens, ich kann ja mal wieder ein bisschen lauter machen, jetzt habe ich ja die Einleitung hinter mir. Im Hintergrund hört ihr übrigens ein paar neue Songs, die ich aus den, die ich der Playlist hinzugefügt habe. Ich hoffe, die gefallen euch ein bisschen. Ich habe so aus dem Videospielportfolio ein bisschen rumgeguckt und habe mir das Schönste einfach mal ausgesucht, was so ein bisschen zu Minecraft passt. Eine Nacht-Playlist habe ich auch schon angelegt, wenn wir dann da bald im Let's Play in dieses... Monstrum von Schlitz. Ja, das schreibe ich mir demnächst mal auf dann.
Wenn wir dann demnächst in dieses riesige Monstrum von Höhle runtergehen werden, habe ich auch schon eine kleine Playlist angelegt. Oh Mann, ich sollte nicht immer so spontan aufnehmen. Gestern habe ich eine Dingsaufnahme gemacht, eine Let's Try. Das war die erste Aufnahme, die ich eigentlich machen wollte, als erst geplante. Ein Let's Try zu Kingdoms of Amalur: The Reckoning oder Reckoning, die Demo, die ist ja gestern auf Steam erschienen. Und da wollte ich ganz spontan sein und habe mir gedacht, yo, jetzt machst du da richtig geil so ein Let's Try draus. Das war auch 45 Minuten Aufnahme, 45 Minuten totgequasselt. Und dann war die Fraps-Aufnahme leider nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Naja. Kann passieren. So. Also das hier, ne? Dispenser kennt da, das geht, den macht man mit einem, mit Cobblestone, dann einem Bogen und Redstone. Ja. Bogen und Redstone war es, genau. Dann bekommt man so einen Dispenser, da kann man Sachen reinlegen. Dispenser heißt in dem Fall Spender. Und mit diesem Spender kann man per Knopfdruck Dinge spawnen lassen, beziehungsweise Dinge rausplöppen lassen. Das heißt, sagen wir mal, ich tue jetzt hier dieses Ding hier rein, ne? Diesen schönen Leaf, macht das Ding an und dann spuckt er das aus. Und ich kann es wieder einsammeln, ja? Ups. So. Aber wir wollen jetzt, sagen wir mal, wir bauen eine Adventure Map und wollen irgendjemanden richtig dicke erschrecken oder sowas oder jemanden vor einen großen Kampf stellen. Dann kann man jetzt auch sagen, pass mal auf, wir lassen per Knopfdruck einen Creeper spawnen. Hallo? Hallo? Wieso macht er das denn jetzt nicht? Hallo? Es ging noch die ganze Zeit. Ich habe das extra noch ausprobiert vorher. Hallo? Das fühle ich mich aber verarscht. Vielleicht liegt das Ding hier. Vielleicht liegt es daran, dass das Ding. Ach. Ah, manchmal frage ich mich echt. So. Hallo, Creeper. How are you doing? Nein! Das heißt, man könnte jetzt auch einfach sagen: Pass mal auf. So, wir schnappen uns. Wo könnte man sich denn mal schnappen? Man kann übrigens jetzt auch Ghasts hier spawnen lassen, ne? Ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet. Ja? Das ist aber leider nur im Creative Mode mit diesen Eiern hier möglich. Die kann man sich so im Einzelspielermodus so gesehen quasi, ja, nicht spawnen lassen. Die gibt es halt leider nur hier im Creative Mode. Gerade halt eben für die Leute, die wirklich sagen, wir wollen eine Adventure Map bauen. Da kann man zum Beispiel auch so lustige Sachen wie machen wie. Pass mal auf. Haben wir denn hier zufällig? Mensch, jetzt labert der uns da die ganze Zeit das Ohr ab. Halt die Klappe. Will ich mit dir befreundet sein? So. So. Nein. Nein. Krieg. Nein! Naja. Es passiert wahrscheinlich gleich das, worauf ich hinaus will. Also man kann jetzt sagen, man kann die Redstone-Fackel da hinsetzen, zack, pam, und der Creeper verreckt. Tut mir leid. So, das kann man auch ganz oft hintereinander machen, wenn man das will. Pam, 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 pam. Ja, super, ne? Wonderful. Absolutely amazing, what you can do here. Oh, was ist da hinten denn? Naja, egal. Das ist die erste große Neuerung, also nicht die erste große Neuerung, aber eine der Neuerungen. Und nun. Hui, wir fliegen mal einfach in irgendwelche Richtungen und ich hoffe, dass wir es relativ schnell finden. Das neue Dschungelgebiet von Minecraft. Ja, das Dschungelgebiet. Schauen wir mal. Oh, was haben wir denn hier? Das ist ja unfassbar. Ich mache die Musik gerade mal weiter, weil die nervt gerade ein bisschen. Hören wir uns doch lieber ein bisschen Trine 2 Amadeus an. Und guck mal, was es da unten so gibt. Uah! Hütchen. Not good. Fliegen wir mal weiter. Ach, das ist nur so eine stinky Pipi-Kuk. Pipi-Kuk-Pupu-Pup-Pup-Pup-Hogo-Pup-Pup-Höhle. Obwohl, hier geht's rein. Was war da? Noch ein Hühnchen. Wenn das jemand bestimmt sehen würde. Nee, hier geht's nirgendwo hin. Naja, gut. Dachte vielleicht. Doch, hier vielleicht. Egal. So, von welcher Richtung kommen wir? Wo müssen wir hinfliegen? Ich glaube hier, ne?
Und ich hoffe, wir finden das jetzt so auf die Schnelle. Und ich hoffe, dass die Framerate jetzt nicht so der... Warum? Was ist da denn schon wieder los? Noch so ein Teil. Oh, und das ist ein bisschen tiefer. La. Da geht's auch ein bisschen tiefer hinein in die Wildnis. Hallo. Niemand hier? Naja, gut. Ich komme schon wieder vom eigentlichen Thema ab, wo ich eigentlich hin will. Wo will ich denn überhaupt hin? Komm schon, wir finden jetzt sowas Tolles ins neue Dschungelgebiet. Das ist... Nee, das ist Canyon, glaube ich. Na, wir gucken mal. Vielleicht offenbart es sich ja uns gleich. Oh, wow, die Framerate ruckelt. Das ist dann immer, wenn die Chunks nachgeladen oder neu geladen werden. Da fängt das irgendwie bei mir mal an zu ruckeln. Texturenpaket habe ich übrigens keins drin. Ah, super, super. Ich kann ja gerade mal, warte mal, wenn wir hier schon dabei sind, habe ich das jetzt zufällig hier so? Nee, habe ich nicht, pass mal auf. Ich ziehe das Video einfach mal unnötig in die Länge. Wie ihr das gewohnt seid, unvorbereitet, wie ich nun mal bin. Wo will ich denn hin? Ich will da hin. Und dann will ich... So. Pass mal auf. Ja. Ich hoffe zwar, dass mir das Video dadurch nicht gesperrt wird, weil ich jetzt irgendwas von Disney verwende. Aber es passt doch so gut. Komm, wir fliegen mal. Das sind sie also, die neuen Dschungelgebiete. Ach, sieht das geil aus. I like them. Ach, sieht das schön hier aus. Darum wachsen Kürbisse. Ach, wie schön. Ich habe da schon so viele Ideen, schon, was man da bauen könnte auch. Pass mal auf. Da kann man mega die Baumhäuser auch bauen. Super. So, pass auf. So. Das ist jetzt auch neu, was ich euch jetzt zeige. Und zwar kann man jetzt, wie aus Zauberhand, man kann an Lianen hochklettern. Oder Vines. Ja. Jetzt ist es aber auch mal gut hier. Jetzt ist aber auch mal gut hier. Lasst uns doch lieber fortfahren mit... Ja, das ist doch schön. Lasst uns hoch, hinaus in die weite, große Dschungelwelt. Nach Timon und Pumba suchen. Guns N' Roses verprügeln. Oder Dwayne The Rock Johnson und Stifler helfen. Ach, sieht das schön aus. Ich mag es. Ich mag diese neuen Dschungelgebiete wirklich sehr. Das hat ja so noch so ein bisschen gefehlt. Was jetzt noch ein bisschen... Ach, ist das geil. Was jetzt hier noch so ein bisschen fehlt, sind natürlich jetzt auch ein paar Dschungelmobs, ne? Also ich sag jetzt mal, was weiß ich, Vögel oder... Was gibt's in dem Dschungel noch? Krokodile. Wären ja auch nicht schlecht, ne? Aber wenigstens ein paar Vögel oder so. Und mit ein bisschen Ideen kann man hier wirklich tolle Sachen machen. Schön. Gefällt mir. Ich glaube, es gibt sogar eine neue Holzart, wenn ich das richtig sehe. Genau, das ist diese hier. Da könnte man sich jetzt hier schon... Ach, ist das schön. Halala. Schönes Baumhäuschen zimmern. Schade, dass wir so eine Dschungeldingens hier wohl... eher weniger bei uns im Let's Play haben werden. Weil da müssten wir, glaube ich, ein bisschen laufen, bis wir sowas finden. Einfach mal abwarten, was das aus dem Let's Play noch wird. So. Nun, wo wir hier oben angekommen sind. Ich baue das hier gerade mal ein bisschen weiter aus. Muss jetzt auch nicht schön aussehen oder so. Sieht ja eh nie schön aus, was ich hier baue. Ich mache die Musik gerade noch mal ein bisschen leiser. Es tut mir leid. Es tut mir leid. So. Ach, jetzt können wir den Sonnenuntergang auch noch beobachten. Wenn das mit den Chunks da hinten jetzt natürlich nicht so schön aussieht. Pass mal auf.
Musste ich jetzt einfach mal für einen kurzen Moment innehalten, weil das sah wirklich super aus. Schön. Sehr, sehr krass aus, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir. Unfassbar, wie ein Spiel mit so einer Grafik einen doch immer wieder beeindrucken kann. Super geil. Und die Nacht hier, sie ist gefährlich. Denn überall könnten sich Tiere rumtummeln. Wollen wir jetzt mal runtergehen? Komm, wir können uns ja mal ein Diamantenschwert schnappern und gucken. Denn... Ja, im Spiel wären wir jetzt tot. Oh. Mitternacht durch, zusammen mit Ramona. Welcome back, Ramona. We are in the jungle. We are here to discover some adventures. Oh yeah, just sing for me. Und wir wollen ja mal gucken, es gibt ja jetzt auch eine neue... Moment. Es gibt jetzt auch eine neue Monster-KI. Also zumindest die Zombies sollen eine Überarbeitung erfahren haben. Und da will ich jetzt mal... gucken. Du bist kein Zombie, oder? Nee, du warst mal einer. Solltest du sterben. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Vielleicht, ja gut, hier spawnen ja keine Zombies auf diesen Blättern. Guilty. Dun, da, 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 da. Ich guck nochmal ganz kurz in den Optionen. Okay. Tam, tam, tam. Ja, ich müsste noch von den Bäumen hier irgendwie runter. Ah, ja. Oh. Not you again! Zombie! Au, au, au! Nee, schon wieder nicht. Oh. I want a zombie. Hallo. Ich war's nicht. Okay. Ich glaube... wir müssen zu drastischeren Maßnahmen greifen. Also bei den Zombies soll es vor allem so gewesen sein, dass sie jetzt, dass die Zombies euch jetzt leichter finden. Also dies ist ja früher immer so gewesen, dass die so ein bisschen dumm in der Gegend rumgelatscht sind. Oh. Jetzt alle tanzen. Ah, ihr seht schon, die laufen jetzt ein bisschen koordinierter. Einfach mal den Baum herunter. Was macht er denn da? Okay, Moment. Ach Mensch, schade, ich wollte gerade hier. Also sie fallen da nicht runter. Sie sind nicht so blöd und laufen hier runter. Nee. Sie sind schlau. Sie sind schlau, das ist unfassbar. Hätte ich nicht gedacht. Aber wir können ihnen ja mal helfen. Haltet euch nicht fest. Nein, nein! Da 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 da, hoch mit euch! Naja gut. Dann haben wir das soweit, glaube ich. Das war's auch schon. Glaube ich jetzt einfach mal. Ich gucke nochmal ganz kurz auf meine schlaue Notiz. Das haben wir, das haben wir. Dann wurde noch, das kann ich ja noch ganz kurz vorlesen, hier ein Update der Sprachdatei durchgeführt. Was da jetzt genau irgendwie gepatcht wurde, sag ich mal, das weiß ich nicht, das stand da nicht dabei. Aber wahrscheinlich irgendwelche kleinen Fehlerchen, so wie die, die wir vorhin gesehen haben, Saving Chunks zum Beispiel, das wird wahrscheinlich nicht mehr drin sein. Das stand aber, wie gesagt, nicht im Changelog mit herinnen. So, dann wie gesagt, die AI der Wölfe wurde ebenfalls überarbeitet. Da soll man jetzt auch irgendwie die, die Wölfe soll man jetzt auch zähmen, ach zähmen, kann man doch schon. Die Wölfe soll man jetzt auch züchten können. Allerdings habe ich nicht so wirklich, das können wir ja nochmal ganz kurz, nachdem wir geschlafen haben, ausprobieren, mit was man die Wölfe züchten kann. Da weiß ich ja jetzt noch gar nicht so. Mal gucken. Na, ach, geht nicht. So. Gute Nacht. So, und hier kann man auch pennen. Wie gesagt, im Creative Mode wird man ja nicht angegriffen von irgendwelchen Monstern. Oh. The Burning Stooges. I'm sorry. Hier wird man ja nicht angegriffen im Creative Mode. Außer man greift die Monster an, natürlich, ne? Ist klar. So, jetzt wollen wir mal schauen. Wenn wir uns jetzt ein paar Hundis zurechtzwirbeln. Fühlt sich jetzt hier irgendwie richtig wie Gott, ne? Oh, ich hole meine Eier raus und mache irgendwelche Kreaturen. Also,
Ich hoffe, das klang jetzt nicht falscher, wie es eigentlich. Naja. Egal. So. Gebratenes Schweinefleisch. Probieren wir es mit dem. Vielleicht mit rohem Reinefleisch. Schauen wir mal. Hat er das. Ah! Ein pinkfarbenes Schaf. Das ist selten. So, erstmal zählen wir die Wölfe. Jetzt bleib mal stehen. Ach, du Idiot. Hey. Hey. Jetzt macht er das pinkfarbene Schafblatt. Oh, Junge, bleib doch stehen. Naja, dann hau halt ab. Ich kann mir ja zwei neue machen. So, komm. Liebe mich. Jawohl, so. Und dich? Na komm. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo bist du denn? Da bist du, das geht schon mal nicht. Ne, mit Weizen, Wölfe mit Weizen füttern bringt irgendwie nichts. Schweinefleisch vielleicht. Ja, können wir ihm füttern, aber er kriegt halt keine Herzchen über dem Birnchen. Apfel denke ich auch nicht. Boah. Habe ich da jetzt irgendwas verpasst? Gibt es da vielleicht irgendeine neuartige Methode, irgendwelche? Also die Tiere irgendwie wie tame, beziehungsweise miteinander kopulieren zu lassen? Vielleicht mit Hähnchen? Mit Hähnchen? Oh. Nee, und mit Weizen kann man sie nur aufsetzen wieder. Naja, Was könnte das denn noch gehen? Ich weiß es gerade gar nicht irgendwie. Naja, vielleicht hiermit? Oh. Bist du nicht weggeflogen, sag mal? Na egal. Nein, ich mag Hunde doch. Ich mag doch Hunde. So, Leitern können ab sofort schwieriger von der Seite bestiegen werden. Das ist auch eine Sache, die neu gemacht wurde. Das ist auch schon die letzte Änderung am Update 12W03A. Und man kann wieder auf ihnen stehen. Das wurde ja irgendwie, ich weiß nicht, ob das versehen halber rausgenommen wurde bei der Version 1.1. Auf jeden Fall konnte man. Ja, konnte man auf ihnen nicht stehen. Nicht mehr. Und das wurde jetzt wieder eingefügt. Also könnt ihr euch damit rechnen beim Update. Ich denke mal, es wird das Update 1.2 sein, was dann bald erscheint. Konnte man. Kann man dann wieder auf der Leiter draufstehen. Und man kann sie, wie gesagt, nicht mehr so einfach von der Seite besteigen, da es jetzt als ganzer Block quasi dargestellt wird. So, mit einem Blick in das Dschungelgebietchen da hinten verabschiede ich mich von euch fürs Erste. Und ich hoffe, wir werden in der nächsten Zeit noch mehr. Schiebt mich doch nicht hier runter. Let's Tries machen. Das werde ich noch ein bisschen erklären, dann wahrscheinlich in den Let's Plays, dann was Let's Try, was es mit Let's Try auf sich hat, was da noch so kommen wird und so. Und bis dahin verbleibe ich mit einem wunderschönen Tschüss, Sinator!